Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber kommt euch die Redline nicht etwas komisch vor? All die verrückten Dinge, die auf der Redline passieren, der Fakt, dass die Hauptstadt der Weltregierung, das heilige Land Marijoa, mitten auf der Redline liegt, obwohl auf der kompletten Redline sonst nichts steht, keine Stadt und niemand leben kann, bis auf ein Volk, das dort gelebt hat, die Lunarier. Das alles ist doch schon irgendwie seltsam. Ich habe online eine sehr interessante Theorie darüber gefunden und bin zum Entschluss gekommen, die Redline muss die Hölle auf Erden sein. Wieso komme ich ausgerechnet darauf? Denn wie schon gesagt, ist Marijoa die heilige Hauptstadt der Weltregierung und das Land Gottes mitten auf der Redline. Wieso sollte dann die heilige Hauptstadt umgeben sein von der Hölle? Willkommen bei All Blue Review, wo du Reviews über den One Piece Manga und Anime, der Netflix-Serie und One Piece Theorien bekommst. Wusstest du, dass nur 4% unserer Zuschauer abonniert haben? Hilf uns, das zu ändern mit nur einem Klick und verteidige Zorros Ehre. Wenn ihr mit uns reden wollt, tretet im Weltregierungs-Discord von CypherpolX bei und schreibt mit uns. Weiter geht's nun mit diesem Video. Seht ihr, ich habe so ein bisschen Fullmetal Alchemist-Vibes bekommen, als die ganze Geschichte losging mit den fünf Weisen und Saturn, der dann einfach aufgepoppt ist auf Eckhead. Und die Art, wie er das getan hat, genau das ist es, was mich so stutzig gemacht hat. Bisher wussten wir nichts von den fünf Weisen, außer dass sie wohl sehr hochrangige Tenryubito sein müssen. Mittlerweile aber denke ich, dass sie mit den Tenryubito einfach gar nichts am Hut haben. Die Tenryubito sind eher so die Krönung der Schöpfung, der es gerade mal erlaubt ist, in der Nähe der fünf Weisen und von Imu-sama, der natürlich vor allem geheim gehalten wird, leben dürfen. Ich habe so das Gefühl, dass Imu und die fünf Weisen sich als Gott sehen auf dieser Welt, weswegen sie auch Marijoa die Hauptstadt der Götter oder die Gotteshauptstadt nennen. Wenn wir jetzt ein bisschen reinschauen in Fullmetal Alchemist, dann verhält es sich ungefähr mit den Homunkuli genauso. Natürlich haben wir da ein bisschen mehr Homunkuli, glaube ich, und zwar die der sieben Todsünden. Jetzt haben wir hier nur fünf Weisen, also es fehlen eigentlich zwei Personen, um die sieben Todsünden nachzustellen. Die fünf Weisen sind aber, wie wir wissen, nach Planeten benannt und damit auch auf einer ganz anderen Konstellation aufgebaut. Aber welchen Planeten haben wir denn nicht? Wir haben ja sogar so Dinge wie Pluton, die ja natürlich Pluto, den Planeten und jetzt wieder Planeten, darstellen, aber im Grunde die großen fünf Weisen sind uns ja bekannt. Bei den fünf Weisen haben wir Che Garcia Saturn, Marcus Mars, Shepard Jupiter, also Jupiter, Topman Valkyrie und Ethan Baron Nasjuro. Wenn wir jetzt aber eine Sache beachten, dass wir hier in unserem Sonnensystem einen, naja, sagen wir Planeten haben, der eigentlich nicht als Planet gezählt wird, und das ist der Mond, dann würden wir auf das Pendant kommen zu Nika, dem Sonnengott. Denn Sonne und Mond sollen ja eigentlich immer in der Waage einhand gehen. Dadurch, dass sich diese fünf Weisen als Götter bezeichnen, glaube ich, dass sie diejenigen sind, die alle anderen Götter auf der Welt vertrieben haben. Und natürlich auch dafür Sorge tragen wollen, dass die Götter nie wieder zu alter Macht zurückfinden. Somit versucht nämlich gerade Saturn, den Sonnengott Nika höchstpersönlich zu eliminieren und aufzuhalten. Wahrscheinlich wollen sie verhindern, dass die Götter wieder zurück auf die Redline gelangen. Vorzugeben, die Gotteshauptstadt zu sein oder das heilige Land, das geheiligte Land, ist natürlich alles eine Farce. Denn diese fünf sind ganz klar Dämonen. Sie sind Yokai-Dämonen nachempfunden. Und wir haben auch beim Auftritt von Saturn gesehen, dass dieser in einem Pentagramm mit der Nummer 5 gespawnt wurde. Also wirklich heraufbeschwört wurde wie ein Dämon. Jetzt könnt ihr mir natürlich nicht erzählen, dass die fünf Dämonen, die wahrscheinlich unter Imu, und Imu ist definitiv die Verkörperung des Teufels auf dieser Welt, könnt ihr mir nicht sagen, dass diese fünf Teufel und Satan höchstpersönlich mitten im heiligen Land leben. Nein, ich glaube, das kann nicht sein. Sonst hätte man auch schon längst auf der kompletten Redline mehrere Städte, mehrere Völker leben, aber das ist nicht der Fall. Ich glaube eher, die ganze Redline hat noch nicht immer existiert. Die wurde künstlich erschaffen, denn es macht keinen Sinn, dass einfach ein komplettes Gebirge einmal um eine komplette Weltkugel entsteht. Somit muss entweder Imu oder sonst jemand mit einer extrem krassen Teufelsfrucht und Teufelskraft, denn auch die Teufelsfrüchte sind nicht umsonst dem Teufel nachempfunden oder nach ihm benannt worden, diese Redline mit seiner Kraft erschaffen haben. Dass später die Lunarier darauf leben konnten,
liegt vielleicht daran, dass Lunaria, eben dem Name Luna, also Mond nachempfunden, dort in der Lage waren, drauf zu leben. Vielleicht ist die Redline ähnlich vom Gestein her wie das des Mondes. Eventuell ist die Redline auch aus dem gleichen Material wie Seestein gemacht, was natürlich erklären könnte, wieso Kuma mit seiner Teufelsfrucht nicht auf die Redline teleportiert ist, sondern vorne dran reingeknallt und dann per Hand hochgeklettert ist. Natürlich könnte die Hauptstadt mit einem anderen Gestein überschichtet sein, so dass Teufelsfruchtnutzer sich auf der Stadt bewegen können, denn wir haben ja gehört, die Revolutionsarmee, genauso wie die Admiräle und alle anderen dort, die wir gesehen haben, waren alles Teufelsfruchtnutzer und konnten ihre Teufelsfrüchte dort auch nutzen. Fraglich wäre dann nur, wieso Morley sich dort reinschieben könnte, aber auch da ist natürlich die Erklärung eventuell, dass seine Frucht in der Lage ist, Dinge zu verschieben. Dennoch muss er damit in Berührung kommen und wäre demnach nach der Regel des Seesteins auch außer Kraft gesetzt. Wenn wir uns aber jetzt vorstellen, dass die fünf Weisen und Imu die komplette Redline mit ihrer Kraft unter Kontrolle haben und vielleicht deswegen die Lunarier vor 800 Jahren dort angefangen haben auszurotten, dann wäre es doch gut vorstellbar, dass die Redline sich wie eine Hölle anfühlt. Eventuell ist keiner in der Lage, auf diesem Gestein sich zu bewegen, zu atmen, vielleicht zu leben oder auch seine Teufelsfrucht zu benutzen. Denn wir haben auch gesehen, dass selbst Sabo verletzt wurde von den fünf Weisen, als er dort eindrang. Das heißt, eventuell ist auch die Redline eher ein Gestein, das die Kräfte der fünf Weisen und von Imu leiten kann. Somit können sie auf der kompletten Redline spüren, was dort vor sich geht und Dinge unterdrücken. Eventuell ist das auch ein Grund, warum Shanks vielleicht niemals eine Teufelsfrucht haben wollte und sich auch ohne Probleme dort mit den fünf Weisen unterhalten konnte. Die Theorie, die ich im Internet dazu gesehen habe, besagt Folgendes. Auf der kompletten Redline wurden bereits nur zwei Orte gezeigt, der Reverse Mountain und Marijoa. Schauen wir uns Reverse Mountain an. Allein schon dieser Berg widerspricht jeglicher Natur, die wir kennen. Ein Fluss oder vier Flüsse, die nach oben fließen und nur einer, der runterfließt. Welche Kraft kann das erzeugen und warum passiert es ausgerechnet nur dort an dieser Stelle, genau auf der entgegengesetzten Seite von Marijoa? Marijoa selbst ist nur durch Aufzüge zu erreichen. Keiner fliegt dorthin und keiner wird hochgelassen und keiner traut es sich, anderweitig die Redline dort zu überqueren. Es gäbe natürlich viele andere Plätze, wo man die Redline überqueren könnte. Tatsächlich haben wir, glaube ich, nur einmal gesehen, dass es einer gemacht hat und auch geschafft hat. Und das war die Germa mit ihren Schnecken. Ansonsten ist keiner in der Lage gewesen, jemals darüber zu kommen. Auch die Germa bedient sich keiner Teufelsfrüchte. Marijoa selber hat auch nur noch einen anderen Durchgang und das ist unten drunter auf Fishman Island und auch da wieder Fishman Island umringt von Seekönigen. Seekönige, die genauso wie Seestein ebenfalls das gleiche symbolisieren, die See und damit auch der Tod von Teufelsfruchtnutzern ist. Und dieser Schreiber hier von dieser Theorie sagt auch aus, was, wenn die komplette Redline wie eine giftige Hölle erscheint? Ein Platz, auf dem es nicht möglich ist, menschliches Leben gedeihen zu lassen. Er sagt, dadurch würde dann erklärt, warum es dort keine weiteren Städte gibt auf der Redline und warum Marijoa die einzige ist, die Menschen beherbergt. Er geht aber davon aus, dass von hier, aus dieser Hölle, aus dieser vergifteten Hölle, die Saphirschuppenkrankheit, die wir jetzt bei Ginny und bei Bonnie gesehen haben, entstanden ist, wäre natürlich trotzdem interessant, denn wie wir auch wissen, Akainu hat die Krankheit erkannt. Zumindest hat Akainu gewusst, wer Bonnie ist und dass sie, er sagte, ein Monster wie sie, hier überhaupt noch herumwandeln darf. Und da diese Krankheit sonst nicht weiter bekannt ist und so selten ist, ist die Frage natürlich, warum ist sie so selten? Könnte es vielleicht sein, weil es sonst niemanden gibt, der sich auf die Redline raustraut? Und warum hatte Ginny das? Weil Ginny eventuell versucht hat zu fliehen. Wir haben noch nicht gesehen, wo Ginny aufgefunden wurde. Wenn sie außerhalb der heiligen Stadt Marijoa aufgefunden wurde, dann könnte das erklären, dass sie vielleicht auch schon öfters versucht hat zu fliehen und dadurch erkrankt ist. Wenn wir natürlich über Sapphire Scales reden, Sapphire Scales klingt natürlich auch so ein bisschen nach Saphirschuppen,
Das könnte auch mit einem Drachen in Verbindung gesetzt werden. Mal schauen, ob wir noch mehr Drachengeschichten in One Piece hören und ob da irgendwo die Saphir Scales vorkommen. Der Schreiber der Theorie sagt ebenfalls, das würde natürlich erklären, warum die Redline das Zuhause der Lunarier war, denn durch ihre Körper wären sie in der Lage, auf so etwas zu überleben, denn sie haben ja eine dauerhaft laufende Flamme auf dem Rücken. Je stärker die Flamme, desto mehr Widerstandsfähigkeit haben sie. Vielleicht brauchten sie das auch, um auf der Redline zu überleben. Vielleicht waren sie deswegen auch lange Zeit die Herrscher der Redline, denn sonst hätte sich nie jemand anderes oder ein anderes lebendes Wesen dort hinauf trauen können. Leute, erzählt mir, was ihr darüber denkt. Ist die Red Line, weil sie auch red ist und rot wie die Hölle selber auf Erden? Und ist Marijoa wirklich ein heiliges Land oder ist es die Hauptstadt der Hölle selbst? Lasst mich wissen. Bis zum nächsten Mal bei The All Blue. The All Blue is real.